Der Vorwurf ist beinahe so alt wie das Computerspiel selbst. Ballerspiele, insbesondere 3D-Shooter, verherrlichen Gewalt und glorifizieren den Krieg, heißt es. Als Supersoldat mäht man in solchen Games reihenweise Feinde nieder. Für irgendein zumeist austauschbares Ziel. Dass dieses Spielprinzip sich nicht endlos neu erfinden lässt, ist klar. Das hat auch der begeisterte Gamer und Let's Player Robin Schweiger aus Berlin festgestellt. Ja, 3D-Shooter haben sich im Grunde seit 10 Jahren jetzt fast nicht mehr entwickelt. Irgendwann kamen halt die Spielmechaniken und die werden seitdem immer genutzt. Aber erzählerisch wird da sich einfach nicht weiterentwickelt. Du hast halt deine Waffe, schießt damit ein bisschen rum, tötest Leute, hast damit Spaß und dann ist das Spiel vorbei. Aber da findet keine wirkliche Entwicklung statt, deswegen das langweilt mich mittlerweile ein bisschen. In der Games-Branche scheint langsam ein Umdenken einzusetzen, wie man sich dem Thema Krieg vielleicht auch auf eine weniger plumpe Weise annähern kann. Es sind Spiele wie das bereits 2012 erschienene Spec Ops The Line, die den Gamer erstmalig mit den Konsequenzen seines Handelns konfrontieren. Auf den ersten Blick ein ganz normaler Shooter, wandelt sich Spec Ops im Verlauf des Spiels zu einer komplexen Problemsimulation mitten in Krieg und Gewalt. Männer wie wir überschreiten eine Linie. Plötzlich befällt den Gamer mitten im sonst so folgenlosen Bildschirmgemetzel ein seltsamer Zweifel. Du glaubst, in den ersten Spielstunden, du hast ein ganz normales Call of Duty Battlefield, ballerst halt auf ein paar Araber und die sterben und du bist halt ein Held, alles ist gut. Und dann irgendwann erkennst du, vielleicht sind das ja gar nicht die Bösen. Du als Spieler tötest die ja gerade und du als Spieler triffst ja die Entscheidung, dass dich das unterhält. Und warum unterhält das dich? Und das Spiel zwingt mich halt, mich diese Fragen zu stellen und das hat noch nie ein Spiel vorher gemacht mit mir. Ein kommerzieller Erfolg war Spec Ops The Line vielleicht gerade wegen dieser komplexen Fragestellung nicht. Aber es hat den Weg bereitet für ein neues Genre in der Computerspielwelt, das Antikriegsspiel. Plötzlich trauen sich Entwickler, einen anderen Blick auf das Thema Krieg zu werfen. So wie die Warschauer 11-Bit Studios mit ihrem neuen Spiel This War of Mine. Hier spielt man nicht Soldat, sondern versucht als Zivilist zu überleben. In einer belagerten Stadt. Chefautor Pavel Mieczowski stürzt den Spieler in diesem Überlebenskampf von einem moralischen Dilemma ins nächste. Wir schmeißen dem Spieler keine moralischen Vorschriften an den Kopf. Wir zwingen den Spieler vielmehr, seine eigenen moralischen Entscheidungen zu treffen, egal ob sie gut oder böse sind. Im Spiel erlebt jeder die Konsequenzen seiner Entscheidungen. Und auf diese Weise kann jedes Computerspiel, nicht nur This War of Mine, zur Diskussion über wichtige Themen anregen. Denn die Entscheidungen triffst immer du und nicht wir. Und diese Entscheidungen sind nicht ohne. Wie komme ich im Krieg an Nahrung, an Wasser und Medikamente? Durch Tausch, Raub, Mord? In Antikriegsspielen ist Gewalt nie Selbstzweck, sondern steht immer in einem größeren Kontext. Und genau dadurch wird der Krieg für den Spieler vom Vergnügen zur emotionalen Zumutung, weiß der Medienwissenschaftler Burkhard Röwekamp, der Antikriegsfilme als Vorbilder für dieses neue Genre sieht. Filme wie den Klassiker, die durch die Hölle gehen, indem es dieses russische Roulette-Sequenz gibt, also extrem gewalthaltige Filme, die auf die Maximierung des Affekts, nicht, der Emotionen und des Affekts vor allen Dingen gerichtet sind und dann zusammen mit der Erzählung, die damit verbunden wird, besondere Wirkung entfalten. Nicht, das ist etwas, was nachhaltig ist, was hängen bleibt. Und genau hier, in dieser emotionalen Einbindung des Spielers, kann das Antikriegsspiel sogar viel mehr leisten als der Film, ist sich Röwekamp sicher. Sie können halt den Spieler noch viel direkter adressieren, noch viel stärker einbinden. Darin besteht zum einen möglicherweise die Gefahr. Auf der anderen Seite kann es natürlich so ein sinnliches Erleben noch weiter intensivieren, noch vertiefen. Es wäre naiv anzunehmen, dass die Games-Branche ihre Blockbuster-Kriegsspiele einstellt und plötzlich nur noch kriegskritisch geballert wird. Genauso naiv wäre es zu glauben, dass etwa das Grauen einer kriegerischen Belagerung durch ein Computerspiel realistisch erfahrbar werden kann. Aber This War of Mine oder Spec Ops The Line zeigen doch, dass Computerspiele über ein so ernstes Thema wie Krieg zum Nachdenken anregen können. Mindestens genauso gut wie ein Buch oder ein Film.